Hallöchen YouTube. Wir sind hier wieder bei Let's Play Tekkit. Und ich habe hier, wie man sieht, diese Battery Box. Diese Sorting Machines und die Batterie halt. Naja, Batterie habe ich nicht abgebaut, aber wieder zurückgeholt in meine heiligen Gefilden, also quasi mein Inventar. So, jetzt auch mal. Denn ich habe noch herausgefunden, dass man doch noch was anderes braucht, um hier irgendwie, ne? Zum einen mal braucht man einen Pinsel. Dann braucht man oho, hier ist gerade irgendwas mit dem Download. Okay. Ja, egal. Mal wieder das 1, 2, so. 2. Braucht die 7, 8. Nee, warte mal, 7 war es nicht. Es war Zinn. Packen wir dann mal hier rein. Warum habe ich hier 2 rausgenommen? Ich weiß nicht. Egal. Auch nur ein Stack hier von, also von Zinn, versteht sich. Ganz nebenbei können wir das hier mal raufpacken. Wird dann halt automatisch aufgefüllt, ne? Wie es sollte. Und wir bekommen hier dann Zinnplatten. Diese verarbeiten wir hier ganz elegant im Project Table zu ne, Farbkannen, halt, Farbdosen. Ich nehme gleich ein paar raus, weil wir möglichst alle Farben brauchen. Warte mal. Jetzt hier 7. Gibt es 16 Farben. Oh, 70, 112 brauche ich. Bekommt 16 raus. Ach so, ja, dann Nummer 8. Brauchen wir 2 davon, ne? Ja, von 8. Nee, nicht 8. Äh, 32 mal 16 braucht man nicht. Nee. Also ist ein Stack quasi eigentlich auch schon zu viel, oder wie? Wenn ich mich jetzt nicht vertue, gerade mal. Neun. Ach so, nee, man kommt gar nicht 16 raus, sondern 4. Also jetzt 4 pro 2. Halben Stack pro Stack. Komme ich jetzt 32 raus. Und ich habe schon viel mehr rausbekommen. Was? Okay. Ja. So sei es. Ich muss mir hier nicht den Kopf zermürben wegen irgendwas, das sowieso eigentlich egal ist. Ja, so, die hier, danke. Oh, ist sogar eins zu viel. Naja, gut, dann haben wir eben eins mehr. Jetzt hier auch nicht, die trage ich. So, ich weiß noch nicht, wie genau macht man jetzt die ganzen Farben. Es gibt ja irgendwie so, für Flagseeds braucht man immer eigentlich. Dennoch die ganzen verschiedenen Farben selber an sich. Okay. Okay, dann brauchen wir jetzt mal einmal jede Farbe. Soll ich das hier reinpacken? Doch, eher hier rein.
Pack's einfach mal hier rein. Wird schon nicht irgendwie nicht luftig gehen oder so. Wäre auf jeden Fall unpraktisch, ja. Okay, also wir brauchen hier Flexis. Haben wir Flexis überhaupt? Nö. Wie kommt man die nochmal überhaupt? Irgendwie? Hm. War das nicht irgendwie von, Gras? Oder so? Mal ein bisschen ausprobieren hier. Haben wir halt wieder ein bisschen eine Folge, wo wir ein bisschen probieren, ne? Minimale Seeds, das ist schon mal ganz nett, aber brauchen wir halt nicht gerade. Flex Seeds haben wir nicht. Ja, Flexis. Okay, sowas. Übrigens, ich habe auch gehört, ich bin ein bisschen grausamer Bauer, dass ich die hier so zusammenpferche auf so einem kleinen Fläche. So einem kleinen Grund und so. Gar nicht wahr. Eben. Okay, brauchen wir das halt noch auf schnell. Hier oben möchte ich bitte nichts haben. Ja. Jetzt schrieg aus dem Käfig raus, also aus dem... Wie sagt man dazu? Käfig? Nee, Käfig ist ein bisschen was... Falls ein Bauer zusieht, wie sagt man zu so einem Gittertier-Ding? Ganz offiziell und politisch korrekt. Mir liegt es irgendwie auf der Zunge, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ist aber, glaube ich, auch nicht weiter wild. Na schön, haben wir es weg hier. So, okay, ich brauche dann also 32 Flex Seeds. Ich bin gespannt, wie viele ich jetzt hier dann im Inventar habe. Nach 24 Bone Meal. Wahrscheinlich eh ein paar. 7. Oh, okay, könnte man per Hand machen. Ich muss jetzt erstmal meine Tiere vom Qual erleiden, von dieser Qual hier. Von ihrem Leiden erleiden. Erlösen. Nicht erleiden. Der Schwachsinn. So, ne, ich bin ja eigentlich ganz gutherzig, so als Bauer und so. Auch wenn ich die ganze Zeit eigentlich nicht Bauer bin. Sondern eher so. Das wird dann halt eine ganz kleine, herzliche Familie jetzt dann. Mit weniger Steak, aber dafür hochwertigerem. Wäre eigentlich auch mal interessant hier so... ...mit den Tieren irgendwie so machen könnte, dass man irgendwie dann mehr auffüllt oder so, wenn man es dann isst, wenn sie denn genug Platz hatten und alles. So, hier so ein paar, das passt ja. Schäfchen, hm. Hier nochmal schnell durch. Die drängen mich schon raus, weil sie Angst haben hier. Aber so ist mal der Lauf des Lebens. Jeder wird irgendwann mal von einem Laserschwert abgeschlachtet.
seid nicht so schüchtern. Kommt alle her. So. Hier auch wieder ein bisschen Ruhe im Stall. Ach ja. Ich sage einfach Stall dazu. Auch wenn es, glaube ich, nicht ein Stall ist, nur weil es irgendwie Tiere beinhaltet oder so. So, ihr müsst auch leider ein bisschen weichen. Aber seid froh, es ist zumindest für was Gutes. Oder so, glaube ich. Habe ich gehört. Haben wir ein bisschen mehr Platz für die einzelnen Individuen. Ups. Achso, das kann ich ja so aufessen. Stimmt ja. Stimmt ja. Ich habe hier jetzt viel aus Eigenproduktion. Wir müssen hier mal überall ein bisschen aufräumen. Hehe. Wir brauchen jetzt hier einen halben Stack. Nehmen wir mal einen halben Stack raus. So, wo packen wir denn unsere Eigenproduktion hin? Das wäre dann wohl, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Packen wir es einfach mal hier rein. Kann die nicht einfach wegwerfen. Das wäre zu schade. So, Flexseeds. Dann brauchen wir natürlich noch die 16 verschiedenen Farben. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle so spontan aufgreifen kann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mir fehlt ja noch was, kommt mir vor. So, 9 Stück oder so. So, welche Farben waren denn das? Achso, Bone Meal natürlich. Haben wir ja auch noch. Ich weiß nicht, welchen wir davon jetzt schon hatten, aber. Beide, okay. Beziehungsweise alle hier. Ich mache einfach mal hier so ein bisschen Platz für die paar hier. So. Gut, weil die packen wir jetzt nach unten oder weg, ich weiß nicht. So, einmal hier die Stacks aufgefüllt. Ja, also, wie bekommen wir die ganzen Farben jetzt hierher? Jetzt müssen wir halt mal schauen. Also, natürlich Bone Meal haben wir, glaube ich, sogar noch hier drin. Nee, Bone Meal an sich nicht. Okay, dann ist es ja egal. Dann nehmen wir hier einen mal raus. Machen den zu Bone Meal. Dann haben wir jetzt hier 10... Nee, 8 Farben. Oh. Brauchen wir noch 8? Das. Boah. Orange Style, warte mal. Nee, muss ich noch machen. Okay. Das geht rot-gelb. Okay. Ich lasse, wir nehmen hier doch mal hier die ganzen Farben mit nach oben. Denn ich glaube, wir müssen hier ein bisschen mischen und so. Okay, einmal rot-gelb. Bitte, kommt sofort. Danke sehr. Das ist natürlich ein bisschen Verschwendung hier. Aber okay. Dann die nächste Farbe. Die wäre dann... Magenta.
Das ist ja fast ein bisschen komplizierter. Also nehmen wir das Rezept hier Pink, Rot und Lapis Lazuli. Hier brauchen wir übrigens auch ein bisschen mehr noch. Einfach weil wir diese Farbe sonst sich auch brauchen. Weil es ist ja nicht gleich Indigo. Wie wäre das hier? Rot. Pink. So. Purple haben wir dann auch noch. Dann haben wir noch irgendwie blau und pink oder so. Nee, das nicht mehr. Okay. Dann haben wir hier mal Magenta. Dann hier auch noch Purple. Na komm. Packen wir es alles so rein. Dann haben wir schon so einige Farben hier. Light Blue haben wir noch nicht, ne? Okay. Ich denke mal, da weiß ich auswendig, wie das geht. Light Blue, jawohl. Magenta haben wir schon. Lilien haben wir schon. Lime, haben wir Lime schon? Macht man Lime? Nee. Zack, hier. Lime Dye. Ach nee, war doch richtig, okay. Hier mal grün und weiß. Brauchen wir natürlich auch noch hier die anderen. Was wir noch nicht haben, pink haben wir schon. Grey haben wir noch nicht. Schwarz-weiß, jawohl. Hier fast eine Farbenlehre. Hohohoho. Wie mischt man sich die verschiedenen Farben? So, dann was brauchen wir noch hier? Zack, zack. Grey haben wir schon. Light Grey. Brauchen wir halt. Okay. Einmal Grey mit Mobile. Dann Cyan. Grün. Nee, das ist gleich. Okay. Dann, haben wir hier einmal Indigo Dye. Light Blue. So, wir wollten dann außerdem noch. Warte. Was haben wir hier schon? Was? Frechheit. Okay, Grey Dye. Jetzt komme ich bald durcheinander. Es ist nicht mehr so. Was ich denn schon hatte und was denn noch nicht. So, Cyan hätten wir noch nicht. Grün, Blau. Haben wir es wirklich noch nicht? Okay. Ach so. Zack, zack, zack. Gerade Purple haben wir schon, Blue haben wir auch schon. Brown haben wir auch schon drin, natürlich Kaktus auch. Red auch schon, Schwarz auch schon. Blue. So, das ist dann wirklich dasselbe. Achso, wir haben ja hier schon 16 Farben, sehe ich gerade mal. Weil es ja 9 mal 2 minus die 2 hier ist, sind das 16. Okay. Ach ja. Ach so. Zack. Nein. Weil sonst machen wir zu viel von diesen Farben. Das wollen wir ja nicht. Das
Holzplatten. So sind nichts mehr übrig. Okay. Wir haben hier eine fröhliche Farbpalette. Und brauchen hier ein bisschen Platz gerade mal. Okay, wir packen das Fleisch mal hier rein. Wie schön sich das auch immer abwechselt hier gerade. Nein, das war falsch. Ich glaube, das war's jetzt, ne? Ja, das war's. Okay. Die Farben müssen wir alle nach unten bringen. Natürlich in die Kiste, die unter anderem Farben beinhaltet. So. Ich bin bei über 20 Minuten, das ist ja schlimm. Ich habe mir gerade das Mikro vom Mikro gestoßen. Also mit dem Mikro das Mikro vom Mund. Praktisch. Praktisch sowas, wirklich praktisch. So, wir brauchen hier das nicht. So, geh weg. Verschwinde! Grubble. Ja, haben wir schon ein bisschen was. Nee, ist davon eine halbe Million ist. Oh, dann sind wir ja quasi reich. So, wir brauchen dafür eine eigene Farbe. Hehe. Aber das machen wir nächste Folge. Denn in dieser Folge haben wir leider keine Zeit mehr. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.